Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer ganz besonderen Folge Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Denn es ist heute 30 Minuten vor Silvester, deswegen, ja, ich habe Geburtstag an Silvester und deswegen habe ich Angst, dass meine Allies mir hier die Bude einrennen. Deswegen versuche ich jetzt die Folge hier in 30 Minuten durchzubringen. Ihr seht schon, ich mache sogar diese hektischen Aufnahmen. Und ich glaube, Waka Waka, It's in the Cards, können wir eigentlich auch zocken, ne? Ja gut, spiel mal It's in the Cards. Da bin ich mal gespannt. Also wir machen hier quasi, ich hoffe, dass es eine unter 30 Minuten Folge ist. Die Seed ist OTZQW1PY. Seht ihr vermutlich auch in der Beschreibung. Die große Batterie haben wir. Also wir können mehrfach das Item laden. Die 9 Volt, das heißt, wir kriegen immer eine Aufladung, wenn wir es einsetzen einmal. Und wir haben extra Deck Power. Ja, halt einfach eine Karte mehr können wir mit uns rumschleppen. Und dann haben wir direkt hier nochmal eine Karte. Okay. Ich kann ja, glaube ich, die Dinger swappen. Ja, ihr seht, it's the world. Ist das hier ein XL-Floor? Egal, wir setzen es direkt einfach ein. Juckt mich einfach gar nicht. Und das Ding können wir auch einsetzen. Oh, scheiße. Ich krieg's echt immer wieder hin. Ey, ehrlich, sorry, aber das ist einfach nur bitter. Gut, dann setzen wir uns Two of Clubs ein. Und haben jetzt 2 Schlüssel bekommen, ne? Und das hier kriegen wir 2 Bomben. Okay, dann haben wir das gleich weg. Machen wir die hier auch mal kurz fertig. Oh nein. Also das ist, glaube ich, kein XL-Floor. Dann brauchten wir uns gar keine Gedanken zu machen, weil normalerweise würde ich jetzt natürlich beten, dass ich hier möglichst den Devil Room bekomme, aber es ist ja Floor 1, das juckt uns also nicht und wir kriegen anscheinend aus jeder roten Kiste Karten raus. Okay, warte mal, Temperance? Hallo? Achso, wir schleppen sie mit uns rum mit. Ist ja auch okay. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich eh nicht so viel zu schauen. Dann gehen wir einfach mal weiter. Oh, Silvester steht vor der Tür. Eigentlich ein Tag wie jeder andere, aber die Leute übertreiben es immer und kaufen Bölle und so. Ha, ich gehöre auch dazu, ich weiß, ich weiß. Ja, letztes Jahr war auch richtig unnötig. Gewisse Leute haben da, also nicht ich, haben sich da eines Böllers bedient und den bei einem Briefkasten bei irgendeinem random Typen reingeworfen. Der Briefkasten wurde dann, ja, in die Luft gesprengt. Das war übrigens ein Edelstahl mit Briefkasten, der war da einfach mal kaputt, ne? Sowas kann passieren. Also Leute, macht einfach Gaffer um eure Briefkästen rum, das ist einfach die Moral hier. Oder Fool sorgt dafür, dass wir uns rumteleportieren, glaube ich. Mal sehen, wir haben noch eine Temperance, das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, dass wir vielleicht ein Leben bekommen zusätzliches, aber ich glaube, ich lasse es mal nicht drauf ankommen. Wir versuchen es dann lieber, wenn wir ein paar rumliegen haben, ein paar Herzen. Famine, das heißt, wir kriegen vermutlich den Cube und ein Soul Heart, weil ich glaube, blaue Bosse droppen immer Seelenherzen. So auch Famine. Na, 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 na. Oh Mann, das Spiel, Leute, das ist schon Hard Mode, aber ich habe mich einfach schon so dran gewöhnt. Wobei, das ist ja gar kein Hard Mode, das ist ja Challenge. Das ist, glaube ich, Normal Mode sogar. Ne? Kann ich das irgendwie testen, ob das Hard oder Normal Mode ist? Nee, ne? Ich glaube, es ist nicht Hard Mode, sonst wäre da dieser Stern oder so, ne? Ist da nicht normalerweise so ein Stern, wenn das Hard Mode ist? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir, glaube ich, nur noch 4 Challenges brauchen. Da haben wir alles. Und ich glaube, dann werden wir die meisten oder wahrscheinlich sogar alle eigentlich nicht mehr spielen, weil warum denn auch? Bringt ja nichts. Wir wollen halt alle Items freigeschaltet haben für Platinum Gold. Und danach, ja, also die Challenge ist halt nur so, ja, schöne Sache. Solar System war, glaube ich, auch bis jetzt die einzige, die ich verkackt habe, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal, wir gehen weiter. Das Herz juckt uns jetzt mal nicht. Dumm. Dumm, dumm. Wir kriegen gleich unser Leben. Oh, das ist perfekt. Ich glaube, ich reiß mir das gleich raus. Aber ich werde es noch nicht einsammeln. Falls ich in den Curse-Raum reingehe und Schaden nehme davor, ist das, glaube ich, besser. Aber die Frage ist, warum kriegen wir aus, oder durch welches Item kriegen wir aus den roten Kisten jetzt immer diese Tarotkarten raus? Weil das kann ja kein Zufall sein, oder? Kann das Zufall sein? Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Okay, wir setzen jetzt einfach gleich mal The Fool ein. Wobei, lohnt sich das? Ja, komm, machen wir es einfach. Nein! Ach, scheiße. Egal, egal. Gut.
Ah, ich liebe diesen Raum. Ich liebe diesen Raum. Ich liebe diesen Raum. So schwer ist er ja gar nicht. Gut. Und unsere Stats sind, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich kenne mich jetzt mit Magic the Gathering, also mit diesem ewig alten Kartenspiel übrigens, nicht aus. Also ich glaube, das wird ja noch immer richtig gespielt. Vor allem von den TCG-Fans, also Trading Card Game-Fans, die da Ahnung haben. Die spielen, glaube ich, fast alle Magic the Gathering. Yu-Gi-Oh! Habe ich mal gespielt, Pokémon habe ich gespielt. Aber Magic soll wohl hier die Super Elite sein. Und ihr seht, auf der Stirn sind so Kristalle. Und das sind, glaube ich, die fünf Farben oder so. Ich glaube, die Elemente oder wie man sagt, sie werden einfach nach Farben aufgeteilt. Ich glaube, da gibt es Wald. Ich weiß es aber gar nicht. Leute, ich habe keine Ahnung von Magic. Aber das ist auf jeden Fall da eine Anlehnung an Magic the Gathering. Weil ich glaube, Edmund hat das auch gezockt. Beziehungsweise zockt es vielleicht sogar immer noch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung. Graue Champions, bitte mehr von euch. Die können gar nichts und kassieren mehr. Ich glaube, die haben nur die Hälfte der Leben sogar. Oh, danke. Ja, ihr seht's. Das ist so das Territorium von denen, weil die springen hier einfach Kilometer weit. Gut. Eine Doppelspinne. Und stirbst du mal. Danke. Wenn Spinnen keine drei Hits brauchen, ist das eine gute Sache. Okay, wir kriegen aber... Ich werde jetzt einfach mal hier kurz sprengen. Komm schon, bitte. Bitte. Nein. Okay, dann muss es ja eigentlich schon fast hier sein, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Hier ist es. 100 Pro. Komm. Ah, okay. Das heißt dann wohl, dass der Level hier noch einiges weitergeht, nach unten oder oben. Okay. Also ich könnte mich natürlich raus teleportieren aus dem Raum, aber ich glaube, das hat nicht wirklich den Sinn. So, wir machen das Ganze mal ganz schnieke hier mit Cube of Meat. Der sich natürlich vor den Horns versteckt. Oh ja, danke. Okay, danke, das war sehr unnötig. Tot. Sehr schön. Jetzt noch der große Horn, der kann aber nichts. Der kann aber nichts. Solange sich sein Brimstone-Strahl macht, bin ich eigentlich zufrieden. Oh, shit. Das war gerade ein tighter Dodge. Das war ein... Und ich mag das Room-Layout irgendwie nicht, weil da diese blöden Töpfe stehen, die versperren einem derbe den Weg. Ich glaube, ich spreng dich gleich, Bro. Ich spreng dich gleich. Ich habe nicht mal eine Bombe, um das zu sprengen. Was laber ich? Okay. Ich darf bloß nicht versehentlich auf die Tarotkarte... Oh, die Tarotkarte einsetzen. Okay. Ja, sieht gut aus. Ist, glaube ich, gleich down. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir hier müssen, aber ich schätze mal, es geht wohl bis zu The Womb oder zu The Cathedral. Ich weiß es nicht. So, wir kriegen hoffentlich den Deal. Da ist er. Wirecoat-Hänger, sehr schön. Yep. Rules-Card, was war das nochmal? Was macht das? Okay, das ist vermutlich eine gute Sache. Das ist vermutlich sogar eine gute Sache. Ich mache jetzt aber mal hier kurz meine Temperance an. Um meine Leben aufzugeben. Okay, haben leider nichts bekommen, aber ist gut genug. Zack. Mom's Knife. Oh ja. Oh ja, danke, danke. Gut. The Fool ist natürlich ganz schick. Das ist die zweite Karte, die Rules. Oh nein, ich weiß echt nicht, was das bringt. Komm, wir setzen das jetzt ein. Ah. Clubs dislike smoke. Okay. Ja. Das sagt mir jetzt nicht besonders viel, aber okay, warum nicht? Oh, warte, aber ich meine, wir können das jetzt ja auch ganz geschwind hier noch klären. Ich meine, das macht eh keinen Unterschied mit Mom's Knife. Juckt uns das überhaupt nicht. Vielleicht kriegen wir sogar noch genug, um in den Shop zu gehen. Das wäre natürlich ultra Premium. Ah, leider nicht. Gut, 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 gut. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich hole mir jetzt noch kurz das Item aus dem... Also, voraussichtlich ist da ein Item drin, aber ich weiß es nicht. Das Item hier raus? Nein, natürlich nicht. Nur die Aufladung, eine Bombe. Danke, raus teleportieren. Direkt davor, wirklich? Gäbe es keine bessere Möglichkeit? Okay. Naja, wir gehen weiter. Oh, wir haben eine Bombe, warte, können wir hier was sprengen? Können wir das sprengen? Geht das? Das sieht so aus, als würde das gehen. Komm, wir versuchen es. Komm, bitte, 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 bitte. Ja.
Okay, das hat sich vermutlich gelohnt. Ja. Nicht sehr, aber gut genug. Da muss es ja schon hier sein, ne? Da muss es ja im Prinzip hier sein. Dann muss ich das, dann spreng ich das jetzt noch kurz. Hier ungefähr. Komm schon. Ich hasse dich. Okay, wir gehen weiter. Ist ja, wo ist denn diese Dreck-Secret-Room, Mann? Das macht mich doch krank. Aber es ist sogar nur bis Mom. Das heißt, das kriegen wir sogar easy peasy hier hin. Oh, shit. Wenn ich jetzt nicht sterbe. Danke, Cube hat mir gerade schon wieder den Arsch gerettet. So. Also Mom's Knife gibt uns natürlich fetten Schaden und dieses super sexy Messer, was sogar was taugt. Nicht so wie die Jawbone in Community Remix. Das war ja echt nicht so toll. Aber ich muss schon sagen, also der neue, wie heißt er denn gleich? Berserker gefällt mir sehr gut. Der gefällt... Ja. Sehr schön, sehr schön. Okay, The World. Setzen wir es direkt ein. Okay, dann wissen wir auch, wo der Secret Room ist. Das macht sich natürlich wunderbar. Okay. Zack. Zack. Und das Leben bringt uns nichts. Aber ich glaube, das wird hier schon fast wieder so ein bisschen den Glass Cannon Run. Okay. Wunderbar, was ist das? Two of Clubs. Das hat uns sogar gerade ziemlich geholfen, denke ich. Gibt uns nämlich zwei Bomben. Ansonsten verdoppelt sie. Das wird, glaube ich, nichts. Nee. Nee, das wird nichts. Sehr gut. Dann machen wir halt zwei Bomben. Auch gut, auch gut. Zack. Oh. Na ja, gut. Immerhin ist hier ein Tinted Rock. Ich bin schon dazu veranlasst, hier zu spielen. Ja, komm schon, nochmal. Was Gutes. Oh, ein Schlüssel. Eine Bombe. Okay, ich kann dich sprengen. Ja, perfekt. Danke für die Bombe. Okay, und ja, das hat sich sehr gut ausgezahlt. Dann können wir jetzt tatsächlich weitergehen. Und wir sind nicht mehr so glasscannonickisch. Wir haben 10, komm schon, wir haben 10 verdammte Münzen, das juckt uns echt nicht. Der Boomerang wäre zwar ganz nett, aber ich glaube, wir bleiben bei unseren Spielkarten hier. Der Emperor ist natürlich auch wunderbar. Können wir uns hier quasi schon in den Speedrun begeben. Oh, 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 ganz ruhig, jetzt bloß keinen Schaden nehmen. Ich möchte es nur bei einem gefailten Challenge Run bleiben lassen. Sehr gut. Okay. Also dann, Gertie Jr., einer meiner Hassbosse. Oh Mann, Junge, stell dich bitte nicht so an, hey. Okay, der Meat Boy hat ihn den Rest gegeben. Der Meat Cube. Und wir kriegen Latchkey. Ich glaube ehrlich gesagt sogar, dass wir... Warte mal, haben wir gerade einen Soul Heart bekommen? Krasse Sache. Also ich glaube echt, dass das Meat Boy Achievement unser letztes Achievement sein wird, weil... Ja, so ein Meat Boy zusammenzustellen ist verdammt schwer hier in dem Spiel besonders, weil wir einfach weniger Chancen drauf haben. Book of Revelations zündet nicht mehr so oft, also gibt es nicht mehr so oft die apokalyptischen Reiter als Bosse. Und ja, ansonsten auch nicht so der Wahnsinn. Oh, Guppy's Tail gibt uns mehr goldene Kisten. Danke sehr. Und wir sind natürlich kurz davor, wieder Guppy zu werden. Ich glaube, naja gut, wir haben ein Drittel der Guppy-Items. Mal sehen. Das könnte funktionieren in einem Paralleluniversum, wenn ich da den Tower einsetze. Aber ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Wee. 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 Okay, tot. Sehr schön. Leider nicht mehr genug Münzen, um irgendwas im Shop zu reißen. Aber bei 11 Schlüsseln können wir uns echt leisten, mal hier schauen, wie auch immer. PhD wäre zwar ganz nett, aber ich glaube, das bringt uns auch nicht mehr so viel. Dann nehmen wir uns lieber einfach das mit. Ein extra Soul Heart ist natürlich ganz nett. Und wir gehen weiter nach oben. Okay, wir sind ja gerade bei Catacombs 2. Oh, das fehlt uns sogar noch einiges. Ich glaube, ich werde mich dann einfach bei The Depths zum Bossfight durch Emperon, weil das ist dann der schwerste... Das schwerste Stockwerk. Oh, da ist er, der Bossfight. Das war gerade natürlich perfekt. Perfekt. Okay. Zack. Ja, ihr seht's. Das ist wahrscheinlich Guppy's Tail zu verschulden. Okay, jetzt sind wir wirklich kurz davor.
Guppies Head. Oh mein Gott, bin ich dumm. Guppies Head ist zwar besser. Ich denke, ich glaube, ich nehme. Na, ne, ich kann es nicht mitnehmen, Leute. Es geht einfach nicht. Komm schon, wir müssen dem Run treu bleiben. Gibt's noch irgendwas, was ich kriegen kann? Klar, ich kann jetzt PhD abholen. Warum habe ich jetzt schon wieder so viel Geld? Ach, da war ein Dime drin, ne? Sehr schön. Ein 10-Cent-Stück. Okay, das nehmen wir mit. Und die Bombe nehmen wir auch mit. Und wir kriegen direkt noch Tour of Hearts. Verdoppelt unseren Herzwert. Aber das bringt uns jetzt auch nicht wirklich viel. Dann doch lieber das hier. Ich muss jetzt bloß einen Raum clearen. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ich dann nochmal hier aus der Batterie was rausholen kann. Also, aktivieren. Was kriegen wir? The World. Oh, The World ist gut. The World ist sehr gut. The Emperor will ich aber behalten. Also, ich nehme The World mit. Das kriegen wir hier. Und, ja. The Tower, schon wieder. Na, ja, na, ja. Komm, ich brauche keinen The Tower. Es ist zwar ganz nett, aber auch nicht so der Hit. So wichtig ist es nicht. Ich gehe die ein Drittel Chance ein. Oh, es hat sich gelohnt. Hoffentlich, ja, hat es, denke ich mal. Obwohl, wir haben PhD. Mal sehen, vielleicht kriegen wir eine Pille. Eine Pille, bitte. Nein. Tour of Diamonds verdoppelt unser Geld. Machen wir es einfach jetzt, komm. Ich kann eh nicht so viel mit mir rumtragen. Liberty Cap. Oh Mann, immer das erklären. Das ist echt langsam echt aufwendig. Also das Trinket bringt uns im Prinzip, dass wir manchmal Pilzeffekte haben. Ja, was Pilzeffekte sind, Leute, schaut euch das verdammte Let's Play an. Ich kann nicht alles erklären, ey. Oh, The Hollow. Gar kein Thema. Easy. Aber es ist der Bombfly Hollow. Oh oh. Soul Arts, danke. Wow. Aber wir kriegen ein Meat. Ich weiß gerade nicht, ob ich es nehmen soll. Weil kann man sich noch ein Herz ercheaten? Komm, ich nehm's immer nicht. Okay, seht ihr? Und so ercheatet man sich das Herz. Hätte ich jetzt das. Weil man kann zwei Herz-Dinger auch mit einem Herz nehmen. Zack, jetzt können wir fliegen. Und kriegen nochmal ein extra Herz. Also wir mussten das Herz gerade nicht zahlen. Ziemlich krasse Sache. Okay. Wollen wir doch mal sehen, wie weit wir jetzt noch kommen, beziehungsweise wie schnell wir das noch schaffen. Ich habe noch ungefähr 11 Minuten, dann wird hier bei mir die Bude gestürmt. Ich habe Angst. Lasst mich in Ruhe, ich will doch nur Isaac spielen. Ja, ja, so ist das, Leute. Okay. Extra für euch hier exklusiv nochmal Isaac gezockt. Okay. Oh nein, nicht Masken. Fliegen ist aber eine schöne Sache. Vor allem die Demon Wings sehen sehr schön aus. Sehr schön. Hallo? Tot. Da bist du down. Wir könnten uns jetzt zwar Emperoren, aber ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal ganz konventionell. Und killen, finden den Bossraum einfach an sich. Warte mal, ist das hier ein XL? Nein. Nur mal überprüfen. Okay. Was kriegen wir? The Fool. Nee. The Fool lohnt sich gar nicht. Ich kann nicht die Emperor-Karte zurücklassen, wenn ich dem, selbst wenn ich den Bossfight, den Bossraum finde. Ah, da ist er. Da ist er. Hä, wie habe ich das gerade gesehen? Hä? Wie habe ich das gesehen? Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen zum Bossfight. Es ist natürlich unser Freund hier. Wie auch immer der heißt. Kein Plan. Auf jeden Fall, die Brimstone-Attacke von dem ist richtig unnötig. Da ist er. Yep, unnötig. Tot. Puh, okay, bitte Solats. Eine Trollbombe. Na super. Lovers, zwei Herzen. The Empress ist ganz nett. Pushpin gibt uns manchmal Durchschusstränen. Ist aber nicht so gut. Ich glaube, ich nehme The Empress mit. Was habe ich jetzt nochmal? The World, ne? Bringt mir ja im Prinzip nichts. Setze ich es mal hier ein. Mal sehen, wo ist der Secret Room? Da drüben. Ah, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Können wir noch irgendwas rausholen hier? Ich glaube, wir werden da nur zusätzliche Leben verlieren. Also, das heißt, Empress, The Emperor ist gutes Setup. Für den Fight. Und ich denke, wir machen das jetzt direkt. Wir fliegen rein, schauen mal, ob wir ein Item kriegen. Oh, das könnte sehr gut sein. Bitte, 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 gib mir Soul Hearts. Oh yeah. Okay, das gibt nochmal ein Soul Heart. Also jetzt sind wir perfekt ausgestattet. Und Emperor. Und Empress.
Und jetzt haben wir nochmal doppelten Schaden. Sprengen wir das hier auch nochmal kurz. Um ein Soulheart zu kriegen. Danke. Es ist Red Mom. Die geht ab. Wie Schnitzel. Hallo? Juckt es dir überhaupt nicht oder was? Das ist ein verdammtes Küchenmesser. Oh oh. Get on. Get on. Ah. Ja gut, dann werfe ich es einfach. Ist jetzt auch egal. Geht auch. So. Und ein weiterer Challenge. Oh, wir könnten in den Boss-Challenge raum. Ich habe ein bisschen Zeit, ne? Ich könnte das jetzt schon noch machen, ne? Ist das dann... Komme ich dann hierher wieder raus? Ja, ne? Ich weiß nicht, ob dann der Pokal noch da steht. Soll ich es drauf ankommen lassen? Komm, die Folge ist schon ziemlich kurz jetzt. Okay, Leute, ich mach's. Für euch direkt hier. Okay, das würde ich jetzt auch zu gern sehen. Das Item haben wir noch nicht gehabt. Das, glaube ich, sorgt dafür, dass wenn wir Schaden kriegen, dass wir dann irgendwie Spinnen spawnen oder irgendwie sowas. Auch interessant. Ich glaube, das ist Mulligan bloß mit Spinnen. Ich bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Und das hier, das ist Gauntleaf. Sorgt dafür, dass wir unverwundbar sind. Das ist richtig geil. Warte, ich muss mich in die Mitte stellen, damit ich effektiv sein kann. Komm schon. So, jetzt sind wir unverwundbar. Ups, Entschuldigung. Ist natürlich klar, ist angelehnt an, wie hieß es gleich, warte mal, Mario World 3D, nein, Mario 3D Land, glaube ich, hieß es. Ja, das ist ganz klar und jetzt wird er hier drin rumstehen und vom Meat Boy zerstört, das ist ja gerade der Witz an der Sache. Hat uns nochmal ein bisschen, ne, bisschen bewegt hier. Ja genau, kommt mal her hier, super, ne. Guck mal. Ja, ich hab keinen Bock hier. Also so toll finde ich das Item jetzt nicht. Einfach nur, weil rumstehen ist halt derbe langweilig und fürs Let's Play nicht so geeignet, würde ich jetzt einfach behaupten. Aber eigentlich würde ich sagen, effektiv ist das Item schon. Du kannst halt rumstehen und nichts machen die ganze Zeit und dann halt einfach alles zerstören. Übrigens, wenn ich jetzt hier sterbe, dann ist der ganze Challenge-Raum umsonst gewesen. Oh oh, Duke direkt tot. Ihr seht, die Kraft von Mom's Knife. Tot. Ich glaube, das Spinnen-Item wäre sogar besser gewesen. Einfach nur, dann hätten wir mehr Schaden gedrückt, aber komm schon. Ich wollte euch das jetzt unbedingt zeigen, weil ich finde das irgendwie faszinierend, das Item. Ja, finde ich einfach faszinierend. Ja, 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 ja. Warte mal, könnte ich nicht, wenn ich jetzt eine Teleportationssache bekommen würde, also so eine Art, keine Ahnung, eine Karte, die mich teleportiert, dann könnte ich hier auch rauskommen. Und das wird übrigens gar nicht so einfach, glaube ich. Die schwereren Bosse, da habe ich auch jetzt noch Probleme. Zum Beispiel der Sensenmann. Ich kann ihn überhaupt nicht ausstehen, Mann. Wenn der mal kommt, ey. Steven Boy. Okay. Chill dein Leben. Oh nein, nicht die Scheiße. Blutschiss, ey, darf man nicht unterschätzen, ey. Deswegen hasse ich den Boss auch so derbe. Der wird am Anfang, wird er gleich rausgepackt, damit du schön oft im Verlauf des Bossfights da reingehst. Und jetzt wollte ich mal nicht sagen, dass das hier easy ist. Oh nein. Ich muss jetzt ein bisschen Pussy-Mode gehen. Sonst sterbe ich hier noch, das will ich nicht. Tot. Huiuiui. Oh, warte mal, das ist sehr gut. Das brauche ich, das Trinket. Petrified Poop. Kriegen wir hier vielleicht nochmal ein Soulheart raus, bitte? Danke. Komm schon. Lass mich nicht im Stick, Petrified Poop. Stirb. Okay, Chat. Chat und Monstro. Mann, ich hasse das. Ich habe nur noch 3 Leben, Mann. Das wird gar nicht so einfach. Scheiße. Oh nein, ich darf das jetzt nicht fehlen. Ich hätte einfach die Dreckspokal nehmen sollen, Mann. Was mache ich jetzt? Chubby. Was ist das? Was ist das für ein Viech? Ach, Gurdy, okay. Ich dachte schon. Irgendwas, wo man sich Gedanken machen muss. Oh, danke für das Soulheart. Das hat mich gerade vermutlich gerettet. Okay. Sorry, dass ich mich gerade hier nicht so zu Wort melde. Ich bin gerade etwas concentrated. Vor allem bei der Wave, die ist auch richtig asozial.
Wieso denn? Oh, Junge. Liberty Cap, Alter. Was will ich mit Liberty Cap? Ich will Petrified Poop. Da! Nochmal ein Soul hat gekriegt. Verdammt gut. Wow, wow, wow. Gishes. Geht weg. Okay, tot. Okay, jetzt kommen, glaube ich, die größten Mongos. Ah, ne, jetzt nochmal Black Widow, die kann nix. Oh, Pin. Der kann auch nix. Okay. Tot. Hollows und Husk, den machen wir mal kurz ganz schnell fertig. Tot. Aber dann kommen jetzt, glaube ich, die schwerste Wave. Wenn die apokalyptischen Reiter kommen. Nee, jetzt kommt erstmal noch. Oh nein, Bloat. Oh, bitte nicht Bloat. Ich hasse Bloat. Bei der Wave weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Komm schon, stirb einfach. Ja, down. Okay, relativ gut sogar gegen Bloat, was meine Bilanz angeht. Okay, zum Glück haben wir Mumps Knife, das schießt durch die Maske einfach durch. So, jetzt kommen sie aber, ja, da geht's los. Pestilence nicht so schlimm. Famine überhaupt nicht schlimm. Zumindest bis jetzt noch nicht. Oh nein. Aber da seht ihr mal, was ein Item Mumps Knife anrichtet mit dem Run, ja. Das ist normalerweise fast schon Instant Win. Wenn man einigermaßen was kann, was ich aber gerade nicht so zur Schau zeige, glaube ich. Okay, da ist mein Hassgegner. Stirb einfach, stirb. Stirb. Da ist er down. Sehr gut, weg. Gar kein Problem gemacht heute. Okay, dann War noch schnell gekillt. Davor kriege ich noch den Ritter hier, damit wir mit dem einfach keine Probleme mehr haben. Oh nein, da schon wieder. Ich weiß nicht, wie viel Leben mich das jetzt schon gekostet hat. Bestimmt zwei ganze Solars. Einfach nur, dass ich da in dieses rote Ding reingelaufen bin. Aber das ist, glaube ich, die letzte Wave. Okay. Oh Mann. Tot. Tot. Okay, komm schon. Das sieht gut. Das sieht gewonnen aus, Leute. Wo bist du? Ja, Headless Horseman. Komm schon. Und. Ja, Leute, ich muss da gerade einen Cut reinmachen, weil bei mir gerade Besuch war. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es jetzt 12 Uhr ist und damit auch endgültig Silvester, genau. Und deswegen wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch. Wir haben SMB Superfan freigeschaltet. Und das war's mit dieser Folge. Ciao und bis zum nächsten Mal.